Neulich war ich in einer sehr bedrängenden, schwierigen Situation und ich war so richtig aufgeregt. Da sagte jemand zu mir, nun bleib mal cool, warte mal, was der Herr tut. Das hat mir echt zu denken gegeben und kurz darauf erinnerte ich mich auch an diese Geschichte um Josaphat herum. Denn da war etwas ganz Ähnliches. Der Feind hatte sich positioniert und Josaphat hatte keine Idee, keinen Plan. Und er wendet sich an Gott und er sagt, auf dich sind unsere Augen gerichtet. Zum Volk sagt er, tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft. Das war genau das Ähnliche. Warte mal, bleib mal ganz cool und schau, was der Herr tun wird in deiner Situation. Und Josaphat sagt, auf dich sind unsere Augen gerichtet. Das ist die Botschaft auch des Neuen Testamentes, dass wir unsere Augen auf Jesus richten sollen. Wenn du heute in einer Situation stehst, die wirklich schwierig ist, die gegen dich steht, wo es nicht gut aussieht, wo du auch keinen Plan hast, dann hol dir das in Erinnerung. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn. Das ist wie ein Brückenkopf. Und der andere Brückenkopf, für diese Brücke, über die du gehen kannst, das ist der Glaube. Der Glaube, der sich ausstreckt. Dieses Hinschauen auf Jesus. Der Glaube, der etwas nimmt, was noch nicht wirklich zu sehen ist. Da heißt es, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Das ist der Glaube, der sich ausstreckt, der andere Brückenkopf. Als Josaphat mit dem Volk über diese Brücke zieht, geht der Lobpreis voran und sie sind siegreich. Der Lobpreis ist das, was zwischen dem einen, wo er sagt, schaut hin auf Gott, und diesem anderen, dem Glauben, quasi die Verbindung schafft. Du gehst mit Lobpreis durch die schwierige Situation hindurch. Ich weiß genau, dass das eine große Herausforderung für uns ist. Gott zu loben in einer Situation, die wir nicht so richtig einschätzen können, wo wir nicht wissen, wie geht das wirklich aus, wo ist die Strategie, was soll ich jetzt tun? Und sich ganz darauf zu verlassen, sich quasi zurückzuziehen und zu sagen, hier stehe ich und ich richte meine Augen auf Jesus. Und er wird mir den Sieg geben. Ich lobe ihn, ich preise ihn, ich bete ihn schon jetzt an für den Sieg, den er mir geben wird. Ich wünsche dir, dass du diese Erfahrung machst. Trete hin, stehe und seh, was Gott tut in deinem Leben. Schau auf Jesus, er ist der Anfänger und Vollender. Er wird diese Brücke für dich zu einem Weg machen. Ich weiß, dass du überwinden wirst und dass du mehr von Gott bekommen wirst.